Willkommen zurück zum Pokémon DLC, die türkis-grüne Maske. Wir sind hier bei Oniyama stehen geblieben, diesem Berg oder Rachen des Oni. Und wir sollen laut Map jetzt zur Schreckenshöhle, wo das Oni eventuell leben könnte. Weiß aber nicht genau, wie ich da hinkomme. Kann ich mich kurz drehen dahin? Soll ich einfach jetzt da hochklettern? Ich meine, ich kann hochklettern, aber gibt es eigentlich einen normalen Weg nach oben? Das wundert mich gerade ein bisschen, aber vielleicht sehen wir ja heute den Oni. Oder zumindest ein Abbild von ihm. Und das wäre natürlich schon sehr interessant zu sehen. Kann ich hier im Wasserfall hochschwimmen? Oder... nein, nein, kann ich nicht. Dann klettern wir halt hoch. Ich sehe jetzt leider keinen anderen Weg. Bin ich überhaupt richtig? Also laut Map bin ich genau unter dem Ort, wo wir sein sollen. Also wenn ich einfach nur geradeaus hochkletter, werde ich schon ankommen. Ja. Genau. Joe wartet schon auf uns. Da bist du ja, Maike. Ich hoffe, der schmale Weg hat dir keine Probleme bereitet. Ja, das hier ist die Schreckenshöhle, in der angeblich der Oni lebt. Ich war schon oft hier, aber gesehen habe ich ihn noch nie. Vielleicht wird ein starker Oni wie er ja von einem beeindruckenden Kampf angelockt. Ja, das könnte hinhauen. Ich bin inzwischen auch etwas stärker geworden, also würdest du vielleicht... Nein, ich möchte, dass du mich gegen kämpfst. Ne? So? Okay, wenn du möchtest. Wenn du wieder den Hintern versucht bekommen willst. Yippie! Okay, erstmal heile ich noch deine Pokémon. Nett. Aber hättest du vorher sagen können. Das wäre auf jeden Fall ein Ort gewesen, hätte ich wahrscheinlich meine Pokémon geheilt. Ich werde mein Bestes geben, nicht zu verlieren. Kannst ruhig dein Bestes geben, du wirst trotzdem verlieren, Kumpel. Aber mach dir nichts draus, yo. Oh, Visenior. Süß. Was hat denn Visenio? Oh mein Gott, hat's entwickelt. Diesmal werde ich einen vernünftigen Kampf abliefern. Bist du dir da sicher, Kumpel? Level 62? Ja, doch. Hm. Es überlebt einen Angriff? Das ist schon mal ein Fortschritt, ja. Bellybolt. Kannst du schön elektrisieren. Amnesie. Boing, boing. Die Spezialverteidigung. Die warst du. Die wird dich auch nicht mehr retten. Vor allem nicht, wenn du dich selber angreifst. Oder vor allem Dynamo hilft mir dabei sogar. Also, danke fürs Aufladen, Kumpel. Donnerblitz. Bam. Ja, richtig stark sind wir. Ich bin wirklich zu stark, glaube ich. Ich muss mal langsam meine Pokémon auswechseln. Janma. Du hast das nicht so Jan Mega entwickelt? Ich weiß gar nicht, wann es sich entwickelt, aber ich glaube, es dauert sogar noch ein bisschen. Wir sehen, er müsste auf jeden Fall früher möglich sein als Jan Mega. Aber trotzdem, ey, du brauchst doch eine Chance gegen mich zu gewinnen. Mit dem Janma wird das nichts, Kumpel. Ich weiß auch nicht, Janma ist aber auch so ein Pokémon. Entweder man liebt es oder man fühlt es einfach nicht so wirklich. Und ich fühle es irgendwie nicht so wirklich. Aber ich weiß sehr viele Leute, die es wirklich lieben. So viel Schaden mit einem einzigen Angriff, das sieht nicht gut aus für mich. Bro, hast du es immer noch nicht verstanden? Ich bin Champ. Kannst nicht gegen mich gewinnen. Quapuzzi! Aber hat er nicht mal einen Klopse gehabt? Aber gut. Ich mag die ganze Reihe. Gehören sie mit unter den besten Wasser-Pokémon, oder? Ich würde sagen, ja. Aber ich glaube, Bellybolt mag ich immer noch ein Stückchen mehr. Bellybolt ist einfach ein cooles Design. Sehen auch beide ein bisschen ähnlich aus, ne? Yeah, gewonnen! Gewonnen! Ich hab verloren! Ja, ich hab's ja gleich gesagt. Wo ist jetzt der Oni? Du hast mir einen Oni versprochen! Boah, du hast echt schon was, ganz schön was drauf gehabt! Wie soll ich denn jemals gegen dich gewinnen? Der Oni wäre sicher auch total von deiner Stärke beeindruckt, wenn er den Kampf gesehen hätte. Du weißt ja, dass ich auf die Blaubeerakademie gehe, aber wusstest du auch, dass sie auf Pokémon-Kämpfe spezialisiert ist? Wenn ich so stark wäre wie du,
könnte ich dort vielleicht sogar die Nummer 1 werden. Komm, wagen wir uns mal in die Höhle des Oni. Okay. Also der Kampf war jetzt einfach unnötig. Naja, egal. Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. So kleine Holzbeine. Süß. Pass auf, stoß dir nicht den Kopf, yo. Okay. Schon mal unter uns. Ganz schön dunkel und eng hier. Der Boden macht doch keinen gemütlichen Eindruck. Es muss schlimm sein, alleine an so einem Ort zu wohnen, denkst du nicht auch? Wenn es nach mir ginge, würde ich den Oni einfach einladen, bei mir zu Hause zu wohnen. Da wäre ich aber auch gern dabei. Das ist echt lieb von dir. Hä, du willst auch bei uns wohnen? Ich weiß nicht, ob wir genug Zimmer hätten. Wobei, wenn der Oni echt bei mir auftauchen würde, wäre das ganze Dorf in Aufregung. Ach, mehr wollen wir uns nicht umschauen, gehen wir wieder raus? Oh, toll. Oh je, die Sonne geht ja schon unter. Es ist schon so spät. Am besten heben wir uns die letzte Infotafel für morgen auf. Oh, da fällt mir ein. Heute beginnt ja das Maskenfest beim Kulturzentrum. Das ist ein Fest, bei dem alle Besucher eine Maske tragen. Du könntest ja auch vorbeischauen. Ich will natürlich nicht zu nichts trinken, aber das wird sicher lustig. Ja, ich komme gerne mit. Warum nicht? Super, dann lass uns gehen. Das wird sicher ein Riesenspaß. Bevor wir zum Fest gehen, muss ich noch kurz daheim vorbeischauen, um was vorzubereiten. Mein Zuhause ist im Nordwesten des Dorfs. Hast du zufällig eine Karte? Er hat ja kein Handy. Oh, stimmt. Im Smart Rotom gibt es ja eine Karte. Wie wir da stehen. Ich versuch mal, dir den Ort als Ziel zu markieren. Blub. So eine Karten-App ist schon echt praktisch. Irgendwann will ich auch mal einen Rotom haben. Ein Smart Rotom. Okay, wir sehen uns dann bei mir zu Hause, ja? Geh doch ruhig vor. Okay. Okay. Begib dich zu Joes Zuhause. Yes. Das werde ich tun. Ja, eigentlich können wir direkt darüber fliegen, oder? Oder können wir nicht direkt einfach runterfliegen? Warte. Fixier. Dreh mich mal in die Richtung. Ich will wissen, ob ich nicht einfach da runterfliegen kann. Whee! Ah, die Decke. Ah, die drückt mich aber nach unten. Das passt. Ja, jetzt ist so alles ein bisschen dunkler geworden, sonnenuntergangmäßig. Alles ganz nett und chillig. Ich bin gespannt auf das Fest. Also im Real Life weiß ich nicht, ob ich da mitkommen würde, aber hier ist es auf jeden Fall sehr interessant. Da finde ich aber sehr viele Pichus und Pfiffchen und alles mögliche. Ich habe das Gefühl, wir haben schon alle Pokémon gesehen hier in der Nähe spawnen können. Oh, was? Hier war ich noch gar nicht. In diesem Wassergebiet. Gleich gewusst. Kann man hochschwimmen, theoretisch. Gibt es noch ein paar Items? Moin. Übertrank. Ah, hier sind gute Items. Übertrank. Und? Was haben wir hier? Groll. Das hört doch nicht so wie Grollen. Wir sind hier doch an der schönen Reise. Das wird bestimmt interessant. Das wird auf jeden Fall interessanter als die, die ich im Real Life gemacht habe, denke ich. Ach, schaut mal hier. Die beiden sieht man aber auch nicht alle Tage, oder? Ich meine, die sind aber auch nicht wirklich gut. Leider. Ah, ich glaube, jetzt bin ich aber schon weit, zu weit weg, oder? Jetzt bin ich schon ganz weit weggefahren. Mit meinem Koraidon-Bike. Fahren wir schnell wieder zurück. Nehmen noch nebenbei Käfertrutz mit und ein Nestball. Okay, alles klar. Wo war uns nochmal? War das nicht hier? Das war doch hier, oder? Was? Ganz am Ende der Stadt. Da. Das gelbe Haus. Nett. Ach, nochmal so jung sein. Ding dong. Opi, ich bin wieder da. Oh, willkommen daheim, Joe. Wen hast du denn da mitgebracht?
Das ist Michael. Sam nimmt auch an der Exkursion teil. Ah, oh, verstehe. Ihr zwei seid also Freunde, hä? Huh? Ja, genau, wir sind Freunde. Echt? Freunde? Das... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es klingt schön. Freut mich, dass du dich so gut mit unserem Joe verstehst, Michael. Na, du hast eine Freundin mitgebracht? Ja, das ist Maike. Oh Gott. Stell ich mir dich so vor. Und das hier ist meine Omi. Ach, wie schön. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Maike. Och, schau nur, wie spät es schon ist. Du meine Güte, beinahe hätte ich es vergessen. Heute Abend fängt das Maskenfest an. Na dann, ihr zwei. Ich habe genau die richtige Kleidung für euch. Damit seid ihr perfekt auf das Fest vorbereitet. Ja, Festoutfits. Okay, okay, warte, T-Kurt. Die Haare müssen dann auch noch hergerichtet werden. Hm? Wir kriegen neue Outfits. Einen neuen Look. Passend zum Fest. So, das sieht doch schick aus. Hui. Ja, schick, schick. Wow. So habe ich mir das vorgestellt. Da steht er wirklich prächtig. Haha, jetzt fühlt es sich fast so an, als hätten wir noch eine Enkelin dazu bekommen. So fech wie du aussiehst, findest du sicher auch hier für eine Verwendung. Grüne Stylekarte. Wenn diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Neue Items. Bei Kleidergeschäften und Friseuren in der Stadt hast du damit wohl eine Auswahl. Oma, weißt du, wo meine... Hä, was machst du denn hier? Maike und ich gehen gleich zusammen zum Maskenfest, darum... Aha, sag bloß. Das kann doch egal sein. Was machst du überhaupt hier, hä? Ah, richtig. Oma, ich kann meine Maske für das Fest nicht finden. Eigentlich müsste ich sie letztes Jahr in den Schuppen geräumt haben. Die Tür sollte offen sein, also geh doch zusammen nachsehen. Alles klar, wer als letzter kommt, ist faules Owei. Hey, das ist nicht fair. Entschuldige den Tumult. Achso, entschuldige den Tumult, Michael. Die beiden sind ungestimmt wie eh und je. Ja. Aber sind beide cool. Ist ein bisschen cooler Charakter. Wenn ich immer in so Trailern die Charakter sehe, denke ich mir halt nichts dabei. Ich denke mir so, ja, okay, einfach ein weiterer Pokémon-Charakter mit krassem Design oder halt mit eigenem Design. Süße Hut-Huts. Na. Aber die beiden finde ich jetzt echt cool. Soll ich euch helfen? Braucht ihr Hilfe? Ich will zum Fest noch. Da gibt es vielleicht Masken. Ja, ich weiß es nicht. Hanna, Maike ist hier. Ja, ich... Was erschreckt ihr euch? Ich war gerade 5 Meter von euch entfernt. Tja, fühlst du dich schon richtig zu Hause? So wie du hier rumstolzt, hier ist was? Im Schuppen waren jeweils nur 2 Masken. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Dann gehst du halt ohne Maske. Ach, nö. Nö. Ach komm, jetzt guck dich so betröppelt. Als Entschädigung bekommst du jetzt zu sehen, wie gut ich in meinem Festoutfit beim Kämpfen aussehe. Na los, auf Position. Okay, wenn du nochmal den Hintern poliert bekommen willst. Ihr steht doch auch irgendwie alle, oder? In der Familie? Aber ja, die Outfits, die wir alle drei haben, sehen echt cool aus. Wie ist das Ding? Mopeko oder so? Lass dich ruhig von meinem hübschen Look ablenken, damit ich dich fertig machen kann. Nee, du. Lass mal. Bonk. Was lebt noch? Was für ein Typen war das? War das Unlicht? War das normal Unlicht oder sowas? Ah, ich weiß es nicht mehr. Komm, die Titan bringt alles auf die Strecke. Donnerwelle. So spielst du also. Du bist also dieser nervige Spieler. Hä? Ist das so? Warum lädt das so lang? So, weil sich Mopeko jetzt umwandelt in die andere Form. Ich habe doch safe so einen Paraheiler, genau. Nochmal Donnerwelle wirst du wahrscheinlich nicht einsetzen, oder? Hoffe ich mal. Du.
Weiß aber nicht, warum die beide so oft kämpfen wollen. Ich meine, okay. Kann man ruhig machen. Versteh's nicht. Wie ist was nommt? Ich kann mal merken, dass ich noch nie in meinem Leben Mopek und Team gehabt habe oder benutzt habe. Ach komm, das ist doch nervig. Wozu verschwende ich meine Runde und gib mir einen Paraheiler? Hast du noch mehr von diesen nervigen Viechern? Oder was hast du noch so drauf? Magneien! Okay, die haben Unlicht-Pokémon. Oder sie zumindest hat Unlicht-Pokémon. Bin jetzt gerade gar nicht im Kopf vorbereitet. Mit den Pokémon-Typen. Ihr kennt mich. Ich bin nicht, ich kenne die Pokémon-Typen alle nicht auswendig. Ich weiß, Magneien ist halt Typ Unlicht und so, aber ich... Egal. Aber ich freue mich darüber. Oh, was war das denn gerade? Komische Kamera. Aber ich freue mich, dass die hier ein bisschen stärker langsam werden. Ach komm. Ach komm. Oh, Jaula. Ich hab, ah, nee. Ich dachte, Jaula gerade wär gerade Brüller. Aber Brüller ist. Ganz anders. So, weg mit dir. Brauchst dich nicht buffen. Bist sowieso dead. Bist down. Geh down. Fatalitscher. Fatalitscher? Ist es die Weiterentwicklung von Matcha? Neues Pokémon! Wow! Fatalitscher. Oha! Das sieht lustig aus! Ich finde generell beide lustig. Aber ja, es ist offensichtlich Fatality in Paldea. Hat irgendeine Beere genommen? Wodurch es überlebt. Aber kriegen wir noch zu sehen? Nee. Bist du etwas sauer wegen der Maske? Wähle das nochmal eine sehr effektive Attacke ein! Bring mich doch dazu! Hihi, du brennst sogar. Okay, da Koako-Bäre. Sie ist wirklich so eine. So eine. So eine ist sie, genau. Mit Paralyse und alles. Ja, okay, dann setz ich halt. Was habe ich denn noch? Ich hab Bürde. Ist nicht auch sehr wirklich. Du bist doch bestimmt auch Geist, oder? Einen besonderen Tag wie heute müssen wir auch mit einer besonderen Attacke feiern. Ich weiß, ich erinnere die Stimme immer von Hana, aber ich habe noch keine richtige Stimme für sie. Egal. Ja, das Ding ist bestimmt auch Geist. Jop, 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 jop. Wo kann ich das Ding entfangen eigentlich? Ich würde das Ding entfangen und entwickeln in meinem Team tun. Weil, why not? Fatality habe ich übrigens auch noch nie benutzt. Aber ich mag das Ding. Fodikon? Ha! Ich werde dich trotzdem platt machen und es mir dann auf den Feste richtig gut gehen lassen! Okay. Dann zeig mal, wie du mich platt machst. Ich würde es gerne sehen. Ach, du bist Fodikon. Ah, du bist auch hier von diesem. Gen 5 war in der Leiter, daran muss ich denken. Bam. Easy peasy. Komm, jetzt lass uns zum Fest gehen. Ich habe Hunger und ich will mich kleiden. Okay? Wir Spaß haben. So ein Fest. Hey, lass dich gefälligst von meinem Anblick verzaubern. Schon geschehen. Nein, Spaß. Oder? Ach, mir auch egal. Ist ja nicht so, als müsste ich dir jetzt dafür meine Maske geben. Nicht da. Dann setze ich sie gleich mal auf. Oh. Cool. Na, sieht gut aus, oder? Ach, ich gebe dir einfach meine Maske, Maike. Auf keinen Fall! Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Schon vergessen? Außerdem ist dir deine Uni-Maske doch unheimlich wichtig, oder wenn nicht? Schon, aber... Maike kann sich auf dem Fest auch eine eigene Maske kaufen, okay? Sie ist doch rich. Mach dir nicht so einen Kopf. Also dann, auf geht's. Tut mir leid, Maike. Meine Schwester nimmt echt kein Blatt vor den Mund. Aber sie hat auch wie verrückt nach der Maske für dich gesucht, bis du zum Schuppen kamst. Sie wollte wirklich nicht, dass du leer ausgehst.
Ach, sie ist so eine Zundere, oder was? Aber erzähl bloß nicht, dass ich das gesagt habe, okay? Das Maskenfest findet beim Kulturzentrum statt. Wollen wir los? Ja, warum nicht? Ich frage schon die ganze Zeit. Obwohl, ich würde tatsächlich nochmal in den Klamottenläden vorbeischauen. Weil wir ja jetzt das Ticket bekommen haben. Aber ich meine, der Look, ich meine, Leute, von 1 bis 10, schon über 5, oder? Schon schick, schon hübsch. Map. Gibt es in den Laden? Nee. Okay, warte, was wir machen können. Das gucken, ob wir in Paldea ungefähr hier drüben. Ich glaube, hier gab es irgendwo einen Klamottenladen. Ich suche den mal ganz kurz. Und heile mal meine Pokémon. Okay, ich habe hier einen Laden gefunden und die Person in der Kasse bemerkt meine grüne Stylekarte. Wortlos holt sie Waren für Leute mit mehr Stil hinter dem Tresen hervor. Deine Stilsicherheit spricht sich wie ein Lauffeuer in allen Boutiquen Paldeas herum. Aber hier sind nur Schuhe, oder? Hier, wo ich gerade bin. Ja, aber dennoch soll es hier neue Schuhe geben. Das, sind das hier die ganzen neuen Schuhe? Mit dem X drauf? Okay, wir schauen uns mal ein bisschen die Schuhe und generell die Klamotten an. Das sieht cool aus. Das nervt das aber, wenn das so lange laden muss immer, ne? Mhm. Ja, bin jetzt eigentlich nicht so wirklich interessiert an so neue Schüchlein. Und das war's auch schon. Aber gut. Zeigen kann ich es ja trotzdem mal. Genau. Es gab auch noch einen anderen Klamottenladen. Leider weiß ich gerade nicht, wo der ist. Ich kenne mich hier leider nicht super doll aus. Ja, ich suche den noch weiter. Hier im Sockenladen gibt es auch neue Socken. Lange Ringelsocken nämlich. Mehr aber auch nicht. Ich finde den Laden immer noch nicht. Ich renne hier seit 2 Minuten hin und her und ich finde die Läden einfach nicht. Ne? Also, ich weiß auch nicht. Ich weiß wirklich auch nicht, wo das sein könnte. Hier ist es nicht, oder? Oder? Wait. Ah, doch. Doch, irgendwie schon. Aber da hat das nichts gesagt mit neuen Klamotten. Ah, doch, doch. Gibt's neue Sachen. Hä? Was ist das denn für ein Beanie, Alter? Okay. Und was haben wir noch in Brillen? Nichts. Also, es gibt eine neue Beanie-Art. Okay, egal. Ja, ich weiß gerade nicht, wo der Klamottenladen ist. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Wir gehen wieder zurück zum Fest. Okay, da sind wir auch schon. Wow. Jetzt sieht schon viel schicker aus. Genauso wie im Trailer. Naja, fast. Jetzt will ich aber ein bisschen Stimmung haben hier. Geist-Pokémon. Alle tragen Masken. Die sind wirklich eine Außenseite. Wir brauchen dringend eine Maske. Schaut mal da! Ein Pokémon mit einer Maske. Das Pokémon kennen wir aber noch nicht. Ich finde die Beine immer noch so lustig. Willkommen auf dem Maskenfest. Heute ist nur der erste Tag. Es läuft noch etwas länger. In Paldea habt ihr bestimmt keine so großen Feste, oder? Stimmt. Was auch nicht wirklich großes Kleider, ja. Wusste ich doch. Kitakami kann es locker mit euren ach so tollen Großstädten aufnehmen. Nimm's dich persönlich, Maike. Und weil ich so nett bin, schieße ich für uns ein Erinnerungsfoto. Gib mal den Rotumstick her. Ja, hier. Yay, Gruppenfoto! Rück mal ein bisschen mehr ran, ihr beiden! Autsch, du stehst auf meinem Fuß, Hanna! Ach, stell dich so an! Das wirst du ja mal kurz aushalten können! Okay, alle bist bereit? Sagt Pipi! Okay, wie sieht das Foto aus? Da kommt ja richtig Feststimmung auf! Das Maskenfest feiern wir zu Ehren unserer tapferen Helden, der drei Gefährten. Diese drei Pokémon haben Kitakami vor langer Zeit, ja, das wissen wir schon. Deswegen ist das Maskendesign der meisten Dorfkinder auch von den Gesichtern der drei Gefährten inspiriert.
Hä, was kriegst du so blöd? Ach nichts, ich hab mir nur gedacht, dass du gar nichts über den Uni weißt. Wie bitte? Ich habe ja wohl mehr Ahnung von Legenden-Kitakamis als du! Was heißt eigentlich ein? Na, ist ja aber klar, dass ein Baby wie er eher von den Bösewichten beeindruckt ist. Er mag den Uni sogar mehr als die drei Gefährten. Schaut mal, an dem Stand da gibt's kandierte Äpfel. Komm, wir holen uns welche. He's the simple man. Er sieht kandierte Äpfel, muss er sofort hin. So cremig. Gehirnfried ein. Nicht schlecht. Oh, Angebot. Hier gibt's Splitter-Eis mit zu viel Virup. Ja, lass mal rüberwachsen hier. Was will ich? Erdbeer, oder? Was würdet ihr hier nehmen? Ich nehme Erdbeer. Oh, Blue Alola? Oh, Blue Alola hört sich aber auch lustig an, oder? Komm, Blue Alola hört sich auch lustig an. Dankeschön. Ja, zählt halt wie so ein Sandwich halt. Lecker. Ich kann euch aber nicht empfehlen, diese Dinger zu kaufen. Es gibt bessere, die man selber machen kann. Googelt einfach ein paar Rezepte. Brutzelfrische Nudeln. Okay. Leckere kandierte Früchte. Und Äpfel. Die magst du so sehr. Zwei kandierte Äpfel bitte. Aber gerne doch. Zwei Stück kommen sofort. Okay. Oh, danke. Ja, für dich, Maike. Oh, echt? Irgendwie hat mir extra etwas Geld mitgegeben. Also nimm ruhig. Kandierte Äpfel bekommt man sonst nicht so leicht. Deshalb ist das was Besonderes für mich. Omi macht zwar auch guten Nachtisch, aber bei ihr gibt's immer nur Mochi. In Kitakami leben übrigens auch Pokémon, die ein bisschen so aussehen wie kandierte Äpfel. Komm, lass uns als nächstes da lang gehen. Ja, die Weiterentwicklung von knapp für die neue. Bin gespannt, wann wir die sehen. Boah, so viele Masken kann ich nicht bescheiden. Ich will gerne Masken kaufen, aber Verkäuferin fehlt weit und breit jede Spur. Hä? Seltsam. Bin noch am Überlegen. Was habt ihr denn da? Zu essen. Noch mehr kandierte Äpfel. Und ein bisschen Eis. Was denn für Eis? Das gleiche, was sonst so gibt? Ich mag dieses Riffex, die Fortentwicklung von Riffex hier. Süß. Sirup bis zum Umfallen. Achso, das ist das Leichte, okay. Na gut. Bei heißem Wetter geht's nicht zu meinen Fächer zum Abkühlen. Aber das viele Wedeln bringt mich leider auch zu deinen Schwitzen. Ja. So viele Leute. Okay, also ich. So viel ist es jetzt ehrlich gesagt nicht. Wenn man eine Maske aufsetzt, fühlt man sich, als wäre man jemand anders. Ja, Cosplay, ne? Meine Benizaro-Maske hat eine wunderschöne blaue Farbe. Einfach mega cool. Masken der drei Gefährten sind dieses Jahr immer wieder total Renner. Was ist mit dir? Ganz alleine hier hinten? Psst! Pikachu! Psst, das ist ein Geheimnis. Zeig gerne deine Selfie-Pose, die gerade total in ist. Ich bring sie dir bei. Geheimnispose? Der Frontkamera? Warte. Zack. Umdrehen. Ah ja, Coolness. Hihi. Und? Geheimnis. Among, ja, egal. Yay! Cool. Gefällt mir. Finde ich ganz nett. Oh, die spawnen einfach. Okay. Kann ich auch Nudeln haben? Nein. Alter, guck mal, wie die da die Treppen runtergehen. Was zum Teufel? Ist dir schon mal aufgefallen, dass auf den Infotafeln zur Legende unserer Provinz auch ein Mensch abgebildet ist? Ich frage mich, ob das der Trainer der drei Gefährten war. Es gab einen Trainer zu den Gefährten. Ist das so? Ich kann nicht aufhören. Evoli. Was hat ein Jojo? Ja, ist in Ordnung animiert. Ist in Ordnung. Das Oni-Austreibungsspiel ist in vollem Gange, mach doch mit. Hm? Preis? Reit-Pokémon benötigt. Für das Oni-Austreibungsspiel benötigt man Reit-Pokémon, aber keine Sorge, falls du kein eigenes hast, kannst du dir einen Damienplex ausleihen. Na, ja, ich hab das hier halt. Oh, ich darf es nicht rausholen, dann haben alle Angst, okay. Dann halt nicht.
Oder zumindest noch nicht. Bitte, bitte, bitte. Wenn ich Hunger auf einen kandierten Apfel habe, gehe ich immer so bei meinem Papa bitteln. Der heimische Junge hat dir die Pose bitte beigebracht. Man muss so süß aussehen, um Erwachsene um den Finger zu wickeln. Das ist der Trick. Oha. Wahrscheinlich für die Kamera, oder? Nee, tatsächlich nicht. Sondern für... Ey, sondern so eine Pose? Ja. Oh, bitte. Steht ja da falsch. Ach, bitte, Leute. Bitte. Lasst einen Like da, okay? Wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder, ja? Schaut, beim Hintergrund sind so viele Lichter mit Typen drauf. Wir werden beim nächsten Mal bestimmt das Oni sehen. Oder vielleicht noch andere coole Pokémon. Seid gespannt. Ja? Bitte. Ich bitte euch. Guck mal, ich sehe auch voll süß aus. Ja. Ja, guck mal da links und rechts. Und auch ein paar Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Über mir könnt ihr abonnieren. Ja, wenn ihr wollt. Bitte. Auch das. Ja. Ja. Ja, okay. War zu cringe. Ich beende es. Ja.